number one. Ihre Bühne. Liebe Schülerinnen und Schüler, Erstsemester, wie wir auch gerade gesehen haben, sehr geehrter Herr Deckers, lieber Kollege Dorgelow, verehrte Staatssekretäre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben es heute mehrfach gehört, Henry Nann war ja kreativ in unterschiedlichster Hinsicht und er hat damals 1965 den ersten Aufruf gestartet, eine Olympiade für Jugend, also zur Forschung von Jugendlichen, und es haben sich damals 244 junge Menschen beteiligt. Heute, jetzt in dieser Runde, über 11.000 junge Menschen, die sich beteiligt haben. Ich bin in den letzten Jahren sehr oft mit Jugendforschung befasst gewesen, meistens auf Länderebene. Und ich muss sagen, und das gilt auch für heute, bei dem Rundgang, dass es immer wieder erstaunlich ist. Wirklich erstaunlich ist, was dort von den jungen Leuten für Entwicklung, für Entdeckung, für Ergebnisse präsentiert werden. Und erstaunlich nicht nur vom Ergebnis, sondern, ich weiß nicht, Sie müssen vielleicht mal Ihre eigene Jugend, ich denke halt immer dran, mit welchem Selbstbewusstsein und wie man Fragestellungen angeht, wo es eigentlich schon tolle Lösungen oder seit Jahren keine Bewegung mehr gibt, und dann kommt sowas wie diese Holzfällgeschichte oder anderes, wo man eigentlich verblüfft ist. Ich bin sehr für Jugend forscht aus zwei Gründen. Zum einen aus Sicht der jungen Leute, weil es eben ein Wettbewerb ist, nicht nur im Bereich Musik, Kunst oder anderes, sondern weil er hier wirklich anregt, kreativ zu sein, unterstützt und auch zeigt, wie viel Spaß es machen kann, sich an solchen Aufgaben zu versuchen, auch über Jahre zu versuchen. Und bei sehr vielen ist das die Initialzündung, einen Beruf oder ein Studium in diese Richtung aufzunehmen. Und nach unserer Statistik sind 9 von 10 derer, die sich bei Jugendforschung beteiligen, gehen dann in eine mathematische, naturwissenschaftliche, technische oder medizinische Richtung. Und viele sehr erfolgreich. Wir haben vor 3 Wochen gerade in Berlin 7 Humboldt-Professuren vergeben. Das ist hochdotiert, 5 Millionen Euro. Und einer war ein ehemaliger Sieger von Jugendforscht. Das ist der eine Aspekt. Also im Hinblick auf die jungen Leute, anregen, Spaß machen, sehen, was man kann. Und das zweite, das ist der volkswirtschaftliche Effekt oder Aspekt. Wir sind, die Bundesrepublik Deutschland, das muss man sich mal überlegen, sind die 4. stärkste Industrienation der Welt. Das Deutschland, wo 1,2% der Weltbevölkerung leben, und damit ist die letzte Zählung noch gar nicht eingerechnet, also 1,2% der Weltbevölkerung und dann den 4. Platz. Und wir werden weniger, wir gehen auf 0,7, 0,8% der Weltbevölkerung. Und damit ist völlig klar, das zu halten, was wir haben, also diese Platzierung, geht nur über Wissenschaft, über Forschung, geht nur, indem man versucht, wirklich alle Talente und Ressourcen im Land anzuregen und zu nutzen.
Und das bedeutet natürlich politische Rahmenbedingungen. Und ich denke, und das wurde gerade auch bei der Humboldt-Preisverleihung und an vielen Stellen deutlich, das, was Deutschland die letzten Jahre gemacht hat, gegen den Trend, gegen den internationalen Trend, in der Zeit der Finanzkrise, Wirtschaftskrise, die Ausgaben für Forschung und Wissenschaft nicht zu kürzen, sondern beträchtlich zu erhöhen, wird auch international anerkannt. Das ist eine Rahmenbedingung. Aber es braucht gesamtgesellschaftliches Engagement und es braucht so etwas wie diese, finde ich, sehr schöne Veranstaltung, wo man auch ideell wertet und würdigt und wo Sie vielleicht den Kick bekommen, weiterzumachen und auch in der Umgebung registriert wird, was machbar, was denkbar ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, darf ich mich an dieser Stelle bedanken bei all denjenigen, die in diesem Jahr, in den letzten Jahren sich intensiv bemühen, um Jugend forscht. Und das sind sehr, sehr viele. Das sind die Partner aus der Wirtschaft, das sind die Lehrer in der Schule, das sind die Förderinstitutionen, das sind Kommunen zum Teil, Land und Bund und in sehr starkem Maße heute hier das Lob an die Bayer AG, die also sich sehr viel Engagement schon seit Jahren, aber auch wieder in diesem Jahr wirklich enorm angestrengt hat, um uns allen und vor allem den jungen Forscherinnen und Forschern eine so schöne Preisverleihung, ein so schönes sozusagen Ende des Bundeswettbewerbs zu signalisieren. Dank an Sie alle. Interdisziplinäre Arbeit bei Jugend forscht. Das heißt, den Preis bekommt auf jeden Fall jemand, der über den eigenen Tellerrand hinausblickt. Und der steht hier drin. Es ist nicht mein Preis, sondern es ist der Preis des Bundesministeriums und Bundesministerin. Und der Bundessiegpreis für die beste interdisziplinäre Arbeit, dotiert mit 3.000 Euro, geht an Reinhard Johannes. Pflanzliche Selbstheilung unter dem Mikroskop heißt das. Der Jungforscher Johannes Reinhardt hat mit hochauflösender Rasterkraftmikroskopie die Regeneration der Wachsschicht auf lebenden Pflanzenblättern in Echtzeit und mit Nanometerauflösung gefilmt. Dabei hat er neue biologische Einsichten zur Anordnung der Wachsmoleküle und zur Regulation dieses Prozesses durch abiotische Faktoren gewonnen. Daraus entsteht eine Vision, in Zukunft selbstheilende Handy-Displays nach dem Vorbild der Natur zu entwickeln. Der Jungforscher hat die Jury mit seiner interdisziplinären Arbeit tief beeindruckt. Die Kombination aus modernen bildgebenden Verfahren, das ist sozusagen der eine wissenschaftliche Bereich, einer kreativen biologischen Fragestellung und möglichst translationaler Aspekte, also Übertragung in die Praxis, war sehr, sehr überzeugend und Herr Wilmitzer nickt, ist was. Gar nicht mehr gerechnet und ich bin jetzt total happy. Vielen Dank. Wir gratulieren. Ganz herzlich. Oh, wir wollten, glaube ich, noch ein Foto. Das werden Sie nachher auch lieben, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch. Auch. Sondern stiftet wie ihre Vorgänger einen Preis, und zwar den für die originellste Arbeit beim Bundeswettbewerb. Und der Preisträger wird auch von ihr persönlich empfangen, kurz vor der Wahl noch, am 10. September. Und das Schöne daran, alle anderen Bundessieger dürfen auch noch mit. Ins Kanzleramt, genau. Die originellste Arbeit 2013.
Ich glaube, alle werden ermessen können, wie schwierig das ist, auch für die Jury, bei der Vielzahl der unorthodoxen Dinge die originellste Arbeit auszusuchen. Der Bundessieg, der Preis, also der Preis der Bundeskanzlerin, der Preis für die originellste Arbeit geht an Urban Korbian. Eine enorm kostengünstige Methode zur Kurzzeitfotografie entwickelt. Dabei wird im Gegensatz zu einer herkömmlichen Lichtschranke eine ganze Fläche durchleuchtet. Es ist ihm so gelungen, eindrucksvolle Aufnahmen von fallenden Wassertropfen und zerspringenden Glasplatten zu erhalten. Die Jury beeindruckte insbesondere der originelle Ansatz des Forschers. Eine flächige Lichtschranke ist höchst innovativ und der hochentwickelte Aufbau hinter diesem Trigger erlaubt ungewöhnliche Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit minimalem Aufwand. Auch mein Glückwunsch. Das Schönste bei dieser Preisverleihung ist, finde ich, den Jungforschern ins Gesicht. Wenn sie dann hier vorkommen, und bei ihnen war das ganz besonders schön, großes Lächeln und ich glaube Begeisterung dahin. Bei der Familie, genau. Sie sind das erste Mal dabei, Premiere und der Preis gleich der Kanzlerin. Ja, also ich war jetzt sehr überrascht und die Spannung war sehr groß, also die Nerven waren sehr gespannt. Und jetzt sind Sie aber entspannt und glücklich und gehen gleich feiern, oder? Ja, also schauen wir mal. Okay, wie Sie wollen. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zum Preis der Preise, gestiftet vom Bundespräsidenten Joachim Gauck, dem Schirmherrn von Jugendforsch. Wie alle anderen dieser drei ist er mit 3.000 Euro dotiert. Frau Bundesministerin. Das ist der letzte Preis, den wir heute verkünden. Der Bundessieg, Preis für eine außergewöhnliche Arbeit, auch mit 3.000 Euro dotiert, geht an Lennart Kleinwort. Geometrie zum Anfassen. Der 14-jährige Lennart Kleinwort entwickelte im Alleingang ein umfangreiches interaktives System zur Visualisierung von Mathematik auf Tablet-Computern. Sein dynamisches Geometrieprogramm ermöglicht Konstruktionen, die weit über Zirkel und Lineal hinausgehen, enthält ein selbstentwickeltes Computer-Algebra-System und unterstützt fraktale und statistische Experimente. Das System stellt gleichermaßen ein virtuelles mathematisches Labor wie auch ein vorbildliches Unterrichtswerkzeug für Lehrende und Lernende dar. Die Jury war besonders beeindruckt vom schieren Umfang und der Stimmigkeit dieses komplexen Gesamtsystems und sagt, der Funktionsreichtum stellt so manches kommerzielle System in den Schatten und die Bedienung ist in vorbildlicher Weise an Tablet-Computer angepasst. Die Arbeit stellt gleichermaßen eine beeindruckende mathematische wie auch informatorische Leistung dar. Und Herr Lennart Kleinwort erhält zusätzlich eine Einladung nach Prag, um uns dort im Europäischen Rat zu vertreten. Herzlichen Glückwunsch. Anstrengend gewesen. Sehen Sie das heute so ein bisschen anders? Sie würden sich überlegen, ob Sie noch mal mitmachen, so war das Zitat. Ja, vielleicht werde ich schon noch mal mitmachen. Finde ich gut. Sie haben mir gestern auch was Wunderbares gesagt. Ich finde es so schön, wenn Sie es noch mal wiederholen würden, was Sie hier gelernt haben.
Ich habe gelernt, dass man möglichst, man sollte eben an sein Projekt glauben und möglichst die, so gut versuchen, die Jury und alle anderen von dem Projekt zu überzeugen und sich nicht zurückhalten. Sie haben es gestern, was ich aber verstehe, noch etwas forscher ausgedrückt, man lernt zu übertreiben. Aber ich glaube, Sie brauchen überhaupt nicht, übertreiben, weil da sind alle so begeistert von, dass wir Ihnen Glück wünschen und viel Glück und Spaß in Prag natürlich auch. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Aber es ist auch ein schöner Moment eigentlich, finde ich. Alle Platzierten und Bundessiegerinnen und Bundessieger bitte ich jetzt noch mal nach vorne, sowie alle Laudatoren und Laudatorinnen zum großen Abschlussfoto. Ich bedanke mich im Namen von Jugend forscht. Sie können schon kommen, die Platzierten und die Sieger und die Laudatoren. Ich bedanke mich im Namen von Jugend forscht und der Bayer AG ganz, ganz herzlich für Ihr Durchhaltevermögen, für Ihre Applaudierfreude, für Ihr Interesse. Und hoffe natürlich alle, dass Sie Jugendforsch treu bleiben. Die nächste Veranstaltung findet in Künzelsau statt, vom 29. Mai bis 1. Juni unter dem Motto Verwirkliche deine Idee. Dann ist der Gastgeber die Adolf Wirth GmbH und Co. KG. Und jetzt wird hier nochmal fotografiert und dann gibt es was zu essen und zu trinken. Sie sind alle herzlich eingeladen zum Empfang und ab 13 Uhr dann zur Besichtigung der Projekte. Vielen Dank und einen schönen Sonntag.